Hallo und willkommen hier zu einem weiteren Tutorial. Diesmal geht es nicht um Schränke, nein, sondern um die Ausstellfenster. Was passiert? Die Ausstellfenster klappern teilweise in den Schienen. Also die Führungsschienen zum Ausstellen der Fenster sind zumeist lose. Über die Jahre lösen die sich innerhalb der Fahrten und so weiter, Vibrationen etc. und Benutzung. Um diese wieder etwas strammer in die Schienen zu bekommen, gibt es eine ganz einfache Methode und die zeige ich euch jetzt. Wen nervt das nicht während der Fahrt? Das hier. Wenn dann die Fenster zu sind, im geschlossenen Zustand, klappern diese dann an den Seiten, diese Führungsschienen. Da. Ja, was macht man denn in der Not? Man steckt irgendwelche Dinge dann zwischen die Führungsschienen und dem Fenster, damit das Klappern ein Ende hat. Aber es geht auch wesentlich leichter und einfacher, wenn man solch ein Modell hat. Einfach mit einer Wasserpumpenzange. Das zeige ich jetzt kurz. Man legt die Zange genau an und drückt dann diese äußere Schiene so weit zusammen, bis das Spiel so gering wie möglich ist. Das macht man dann auf beiden Seiten und das Klappern hat ein Ende. So, nachdem ich jetzt die Schienen etwas nachgedrückt habe mit der Wasserpumpenzange, ist hier weitestgehend Ruhe. Dieses noch etwas auffälliger, kann dann aber oben auch noch nachgedrückt werden. Für das Klappern zum Beispiel der hinteren Fenster oder Fenster, die solch eine Mechanik haben mit einem Drehknauf und wir hier das Problem haben, dass es in dem Bereich so klappert. Also einfach hier den Weg verkürzen mit vielleicht einem kleinen Kabelbinder zuziehen und schon hört das Geklapper weitestgehend auf. Nur noch so als Tipp für Fenster, die solch eine Mechanik zum Verriegeln oder Aufstellen haben. Nachdem jetzt alle Schienen etwas nachgedrückt wurden mit Hilfe der Wasserpumpenzange und das vorsichtig, ist das Klappern weitestgehend beseitigt. Ja, schnelle, einfache Methode. Wo es funktioniert, gerne ausprobieren. Man kann sich auch, wenn man jetzt an den Aluschienen keine Spuren holen möchte, auch noch einen kleinen Lappen drunter legen. Das geht optional auch. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, ich wünsche euch allen einen schönen dritten Advent und eine schöne Weihnachtszeit und einen angenehmen Rutsch ins Jahr 2024. Danke.